Hallo Leute, willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Hi guys, welcome back to my YouTube-Channel. Falls du nicht nur hier mit mir Deutsch lernen möchtest, sondern auch einen Lehrer brauchst, dann habe ich eine tolle Lösung für dich. Die Lösung heißt iTalki. Das ist eine große Online-Learning-Plattform mit tausenden Lehrern, von denen du dir einen selber aussuchen kannst. Mit iTalki kannst du immer und überall lernen. Egal wo du bist, in der Bahn, im Bus oder in einem Café. Solange du ein mobiles Gerät und eine gute Internetverbindung hast, kannst du immer Deutsch lernen. Es gibt sehr viele Vorteile, wenn man mit iTalki Deutsch lernt. Der Unterricht ist um die 30% günstiger als bei den anderen vergleichbaren Plattformen. Bei iTalki kannst du dir auch immer einen anderen Lehrer aussuchen. Du kannst so oft den Lehrer wechseln, bis du den perfekten Coach gefunden hast. Lass uns doch mal kurz schauen, welche Lehrer es bei iTalki für Deutsch als Fremdsprache gibt und wie du eine Unterrichtsstunde buchen kannst. Auf der Homepage kannst du direkt eine beliebige Sprache aussuchen. Wir nehmen natürlich Deutsch. Und jetzt kannst du sehen, wie viele Lehrkräfte es für Deutsch gibt. Alle haben auch ein Video, wo sie sich selber vorstellen. Außerdem sieht man direkt den Preis für den Unterricht und die Bewertungen. Wenn du einen Lehrer buchen möchtest, dann klickst du einfach auf Buchen, meldest dich an und kannst das Paket auswählen, welches du haben möchtest. Ich entscheide mich hier jetzt dafür, Deutsch mit Robert zu lernen. Dann drücke ich auf Buchen. Und sehe, was Robert anbietet. Wie du sehen kannst, es gibt immer eine 30-minütige Probestunde. Je nach Lehrer ist der Preis unterschiedlich. Außerdem gibt es auf iTalki alle möglichen Sprachen. Du kannst somit nicht nur Deutsch lernen, sondern auch eine neue Fremdsprache. Bei iTalki bekommst du deinen ersten Unterricht für nur einen Dollar. Und natürlich kannst du mit deinem Lehrer deine Ziele besprechen und dir einen persönlichen Lernplan erstellen. Den Link für deine erste Deutschstunde findest du unten in meiner Infobox. Viel Spaß beim Lernen und sag Bescheid, wie dein erster Unterricht war. In diesem Video sprechen wir über die Angaben im Satz. Über die Reihenfolge in einem deutschen Satz. Als erstes schreibe ich einen Satz an die Tafel und dann können wir diesen Satz besprechen. Normalerweise kommt am Anfang des Satzes das Subjekt, dann das Verb, und danach die Angaben. Gestern, Zeit, wann. Nach Zeit kommt die Kausalangabe. Warum? Der Grund. Wegen des schlechten Wetters. Grund, warum? Nach der Kausalangabe kommt immer die Modalangabe. Wie? Modal ist immer wie. Mit dem Taxi. Modal. Wie? Mit dem Taxi. Und zum Schluss kommt die Lokalangabe. Zur Arbeit. Lokal. Wo? Oder wohin? Am Ende haben wir manchmal Verb 2. Also hier ist immer Verb 1, das konjugierte Verb. Und am Ende steht dann Verb 2. Das ist eigentlich die Regel. Subjekt, Verb, dann die Temporalangabe. Kausalangabe, Modalangabe und Lokalangabe. Temporal, kausal, modal, lokal.
Jede der Angaben kann auch am Anfang des Satzes stehen. Dann steht das Subjekt direkt nach dem Verb. Im Prinzip kann man den Satz auch mit dem Wort gestern anfangen. Gestern bin ich wegen des schlechten Wetters mit dem Taxi zur Arbeit gefahren. Die Lokalangabe kommt im Satz nie vor Temporal. Immer zuerst Zeit, dann Ort. Zeit, dann Ort. So geht nie. Immer zuerst Zeit, dann Ort. Nie Ort vor Zeit. Inmitten des Satzes. Am Anfang kann immer alles stehen. Lass uns jetzt kurz darüber sprechen, was du machst, wenn du mehrere Angaben eines Typs hast. Bei Temporalangaben geht man immer von groß zu klein. Temporal. Zum Beispiel, ich bin vor einem Jahr im Mai an einem Montag morgens um 4 Uhr nach Berlin gefahren. Von groß zu klein. Jahr, Monat, Tag, Tageszeit, Uhrzeit und dann die anderen Angaben. Von groß zu klein. Bei lokalen Angaben von klein nach groß. Zum Beispiel, ich bin gestern zu meiner Mutter in eine kleine Stadt im Norden von Deutschland gefahren. Von klein zu groß. Zu meiner Mutter in eine kleine Stadt im Norden von Deutschland. Zu meiner Mutter in eine kleine Stadt im Norden von Deutschland. Von klein zu groß. Und ich habe natürlich eine kleine Aufgabe für euch. Sie gerne frühstücken gehen jeden Sonntag. 2. Alle Kollegen vor Freude Maria in der Bar zu einem Drink einladen. Und 3. Anna wegen ihrer Schwester zur Arbeit gestern zu spät fahren. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, es war hilfreich. Vergesst nicht, dieses Video zu liken und abonniert meinen Kanal. Bleibt dran und bleibt fleißig. See you soon, bis bald.